Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, geilen Montag, einen Wochenanfang oder was auch immer. Kann man überhaupt einen geilen Montag haben? Ich meine, es gibt das Italian BMT bei Subway, was schon #NoWerbung ziemlich geil ist. So, was auch geil ist, ist, dass wir heute auf dem PBE direkt mal das Teemo-Rework anschauen. Ja, ihr habt richtig gehört, Teemo wird gereworked, kam ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen. Und ich möchte euch natürlich direkt ein bisschen mitteilen, was Sache ist. Wir spielen außerdem gegen Darius, ich habe Conqueror mit, das neue Conqueror, das neue alte, wie auch immer. Ja, im Prinzip, wie wird's laufen? Seine alte E von Teemo, dass er mit jedem Autotag vergiftet, ist jetzt seine Passive. Das heißt, jeder unserer Autotags vergiftet, ist im Prinzip genauso wie damals, nur dass wir es jetzt halt direkt auf der Passive haben. Das Ding scaled mit dem Level, außerdem mit AP und ganz wichtig, mit anderen Giften. Das heißt, wenn jemand ein Ziel vergiftet, zum Beispiel Cassiopeia, und ich dieses Ziel angreife, machen meine Autotags, also die Gift-Autotags, 50% mehr Schaden. Komplett insane. Das Ganze gilt auch für Singed und für Twitch und so weiter und auch für meine eigenen Gifte. Denn, wie auch damals schon, ist mein Ultimate ein Gift, ja, das heißt, dadurch wird mein Damage erhöht und auch mein Q wurde zu einem Gift jetzt ummoduliert. Ja, das heißt, das muss natürlich irgendwie genervt werden. Bedeutet, unser, ja, können wir den direkt mal blinden. Hier ein Autotag nicht drauf machen. Na, Darius mit Gross wird auf jeden Fall ekelhaft. Das bedeutet auch, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt den Gegner queuen und einen Pilz haben, machen wir 100% mehr Schaden mit dem Autotag. Was ziemlich insane ist. Twitch, hier ist ein Blindschuss und jetzt müssen wir gucken, dass wir überlegen. Wir müssen ihn natürlich die ganze Zeit Autotaggen. Wir haben Ignite, er hat aber seine Dots. Wir laufen jetzt, das ist gar nicht so bad, wenn er jetzt nicht auf mich flasht. Ich verblute, Alter, Heilung, das tut auf jeden Fall schon maximal weh. Was noch dazu kommt, ist, dass er jetzt mehr Pilze mit sich herumtragen kann, das heißt, er das Geld mit dem Level, am Anfang sind es 3, später sind es 4 und dann sogar 5 Pilze, die er haben kann. Na, das ist ziemlich cool, also er soll mehr Pilze haben, die Pilze machen allerdings weniger Schaden, ne? Sind aber auch ein bisschen tankiger geworden, das heißt, die gehen nicht ganz so schnell kaputt, sind... Ich meine, wenn Pilze angegriffen werden, werden die eh eigentlich immer kaputt gemacht. CS hier auf dem Server ist wieder komplett amazing. Ich muss sowieso aufpassen, weil nämlich einmal grab bin ich, glaube ich, tot. Das Matchup Darius gegen Teemus, ich weiß nicht, das kenne ich aus 2 Erfahrungen. Wenn der Darius ultra aggressiv spielt, dann wirst du als Teemo gefickt. Aber Teemo kann halt auch ficken. Na, das ist irgendwie... Irgendwie so ist das Ding. Na, wir können ihm auch immer hier mal so ein Autotech mitgeben. Wir maxen, glaube ich, die Q, damit wir ihn schön lange blinden. Bin mir aber nicht sicher. Und jetzt das Allerwichtigste bei Teemo, meine Freunde. Die E. Die wir noch nicht geskillt haben. Oh, da kommt ein Gank. Oh mein Gott, ein Gank. Ich bin, das ist das erste Mal, dass ich einen Gank bekomme. So, er ist geblindet. Und jetzt gehen wir raus. Und jetzt gehen wir raus und jetzt musst du ihn machen. Du musst ihn machen. Ich vertraue auf alles. Bruder, Autotech. Solo. Geil. Richtig geil. Ja. Lol, achso, das war gar nicht an mich. Schade. Ich dachte, er wollte mich reporten. So, wir nehmen mal die Minions mit. Eigentlich, wenn ich jetzt shoppen gehe, ist das Int. Muss man sagen, ich muss durchpushen. Ja, zur E, meine Freunde. Teemo konnte sich ja unsichtbar machen. Die Unsichtbarkeit, also damals, die Passive. Und die war immer so schwierig. Die haben nur wenige Teemos genutzt. Mal hier und da war sie nützlich. Aber so richtig geil war die Nützlichkeit auf diesem Spell nicht. Und deswegen wird das Ganze jetzt verändert. Bedeutet, die E macht Achtung. Wenn wir draufdrücken, werden wir nach einer Sekunde camouflaged. Für 3 Sekunden lang. Das klingt schon mal erstmal relativ cool. Wir müssen mal eben kurz gucken, was wir hier irgendwie machen. Wie und was wir machen. So, ich glaube, wir gehen auf Attack Speed. Das bedeutet, ich kann euch das mal zeigen. Wir drücken die E. Wir werden langsamer und sind Camouflage. Das Ganze, der rote Ring wird kleiner und sobald der rote Ring bei uns ist, werden wir wieder aufgedeckt. Das heißt, wir können, während wir durch die Gegend laufen, also unsichtbar nenne ich es einfach mal, ne, getarnt, können wir durch die Gegend laufen, was schon ziemlich cool ist und auch zu diesem Skin passt. Nachdem wir aufgedeckt werden, bekommen wir 20% Attack Speed, so wie es vorher auch war. Das heißt, es ist... Naja, also, man kann, achso, man muss es noch sagen, wir können das aber ganz auch im Busch benutzen und dann läuft die Unsichtbarkeit nicht ab, also die Unsichtbarkeit, ne, dann könnt ihr so lange, wie ihr wollt, da drin bleiben. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das mal natürlich auf der Lane benutzen, ne, das ist, ich finde die Idee grundsätzlich dahinter sehr cool, muss ich sagen, sehr cool. Er hat auch schon Schuhe gekauft, aber er hat sonst nichts, aber er ist halt Darius, ne. Renn! Ist halt wirklich die Frage, wie kann man das in der Lane ordentlich benutzen. In einigen Matchups geht das bestimmt sehr, sehr gut. Bei Darius weiß ich halt nicht. Ist auch die Frage, ob das eher ein Late-Game-Tool ist. Ist die Frage, ob wir das jetzt schon maxen sollten. Na, wenn wir packen jetzt mal einen zweiten Punkt rein, einfach um das zu testen. Na, vielleicht mal in der Lane. Wenn man da mehrere Punkte reinmacht, wird man nämlich A, länger camouflaged. Und man bekommt mehr Attack-Speed, was auch nicht schlecht ist, definitiv.
Wir haben jetzt erstmal 242 Minions hier, was nicht so geil ist. Zack, nehmen die alle erstmal mit, soweit es geht. Ich meine, er hat keine Items. Wenn er mich ohne Items töten könnte, dann könnte man klar sagen, dass der Champion broken ist. Also, könnten wir ja mal für den Trade gehen, oder? Ich meine, Darius ist ja nicht broken. Na, wir können jetzt zum Beispiel mal versuchen, erstmal darüber zu warden. Jetzt geben wir ihm einen Auto-Tag mit und einen Blind sofort und rennen weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Und jetzt Auto-Tag. Nice. Auto-Tag. Und jetzt können wir mal... Na, das ist schwierig, aber... Nee, das ist kein guter Plan. Das ist kein guter Plan. Ich weiß noch nicht, wie ich die E anwenden soll. Das ist halt giga schwer, die E anzuwenden, wenn wir ganz ehrlich sind. So, hier du... Oh, jetzt Level 6, jetzt Level 6, jetzt Level 6. Raus. Disengage, disengage. Disengage. Disengage, disengage. Hier ist ein Pilz. Hier ist ein Pilz, hier ist ein Pilz. Auto-Tag. Ja, ja, ich hab noch Ignite, Q Ignite, das geht, das muss gehen. Das muss gehen, ich bin Mann, ich geh für sowas. Komm her, Bruder. Ah, er will nicht, schade. Ich wäre dafür gegangen. Oh, Bruder oder Tech. Aber ich bin dafür gegangen, ein Mann, ein Wort. Naja, und wir haben den Kill, ja, den Kill nicht direkt bekommen, aber ne. Ja, die Frage ist natürlich, ich glaube, wir brauchen Schuhe, hätte ich gesagt. Schnelle Schuhe sind das Wichtigste. Also, ich weiß jetzt nicht, ob so ein... Also, man muss ganz klar sagen, ne, die Kamouflagisierung ist halt super schwierig anzuwenden. Also, ist halt wirklich so, ne? Es ist ein Spell, der soll dafür sein, dass man gerade auf High-Elo-Teemu besser spielen kann. Das ist ein sehr, sehr großer Grund dafür. Also, Riot hat gesagt, es soll in High-Elo besser sein und in Low-Elo nicht mehr ganz so ekelhaft sein. Das ist die Idee dabei. Über sein ganzes Kit. Dadurch, dass auch sein Schaden von der Q reduziert wird. Die Pilze machen deutlich weniger Schaden. Ja, ich weiß halt nicht, wie wir jetzt gerade gegen Darius klarkommen, weil es ist schon eklig. Aber wir haben jetzt Pilze, Leute. Eigentlich mit Pilzen müsste es doch Free Elo sein, oder? Das heißt, wir platzieren hier schon mal einen Pilz und hier schon mal einen. Das heißt, wir haben das schon mal gut abgesichert. Machen hier einen Q-Auto-Tag. Noch einen Auto-Tag. Greifen allerdings die falschen Personen an. Und jetzt laufen wir durch die... Ja, geht einfach weg, okay. Ich glaube, ich habe auch keine Pots mehr. Ich meine, er ist auch sau tanky mit seinem scheiß Doran Shield. Das ist einfach broken as hell. Broken as hell. So, durch den Pilz. Und jetzt machen auch meine Autotags mehr Schaden. Nur interessieren ihn meine Pilze überhaupt. Macht das überhaupt Schaden, meine Pilze? Habe ich das Gefühl? Nicht? Irgendwie so. Wir packen nochmal 9 Punkte in die Q rein. Autotag und wegrennen. Und wegrennen. Und wegrennen. Und wegrennen. Und Autotag. Und wegrennen. Und Autotag. Das ist, wie mein Team spielt. Nur mache ich mit all dem, was ich tue, keinen Schaden. Das macht mich etwas traurig, muss ich sagen. Er hat die ganze Zeit dasselbe Leben. Ich greife ihn an und mach und tu. Und mach und tu und mach und tu. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde ja gerne mal meine E benutzen. Wie viel kostet die? 50 Mana. Hat auch sau viel Cooldown, by the way. 37 Sekunden. Und wenn ihr Punkte reinmacht, wird der Eigenslau. Man wird ja selbst geslaut. Der wird weniger. Das heißt, nachher ist man gar nicht mehr so lang geslaut. So, okay, du bist geblindet. Und jetzt gehen wir weg. Und jetzt flashen wir. Und jetzt flashst du nicht. Du flashst nicht. Ich mach WR. Ich mach WR. Ich lauf um den Turm. Ah, 1 AP, wirklich. 1%. Einen einzigen Prozent hat er. Ja, also ist jetzt halt die Frage, ob das am Matchup liegt. Ob ich einfach... Ich meine, so Kite-Champs sind halt schwer bei 130 Ping, ne? Muss man ganz klar sagen. 120 Ping. Das ist schon wirklich schwierig, sowas zu spielen. Vielleicht haben wir auch zu wenig AP und deswegen macht unser Zeug kein Damage. Vielleicht liegt es auch daran. Aber... Ich meine, ich weiß auch nicht, wir können hier die E. Ihr benutzt das... Hier läuft es ab und dann seid ihr unsichtbar. Ist halt cool in einigen Matchups, vor allem wenn du die Lane dominierst. Aber ich frag mich halt, wie man das benutzen soll, um... Also jetzt in diesem Matchup ist es halt... Wie soll ich das machen? Was soll ich tun? Wenn ich das bei ihm tue... Ich meine, er ist auch Full Tank, ne? Gutes Design. Er geht Full Tank und macht trotzdem gigamäßigen Schaden. Ich gehe Full Damage, null. Null. Na, aber... Wie soll ich das gegen ihn benutzen? Schwierig, schwierig, schwierig. Wir können ja auch mal hier einen Pilz hinstellen zur Absicherung. Und dann können wir hier nochmal einen hinmachen. Die darf der eigentlich nicht sehen, aber der hat eh nicht geguckt, wo ich den getan habe, glaube ich. Nice cheats, man. Man is report you. Sehr gut. Man, you are so reported. So fucking reported. Wir testen es jetzt einfach mal. Pass auf, Leute. Ich mache jetzt die E. Na, wir haben jetzt sogar 3 Punkte drin. Einfach mal zum Testen. Okay. Wir können auch einfach die Midlane mal ganken. Einfach just for the sake. Ja, aber ich glaube, die killt mich auch, habe ich das Gefühl. Wir machen die E. E ist an. Und jetzt sind wir unsichtbar. Jetzt können wir hier hinlaufen. Und jetzt können wir hier so ein Auto-Tag machen und sowas. Und jetzt müssen wir allerdings einen Pilz stellen. Ein Auto-Tag. Noch ein Pilz. Und jetzt müssen wir rennen.
Timoren! Ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich bisher, aber bin ich schon jetzt, ja, ich hab halt nichts, ich brauch was, ich hab nichts, ich brauch was. Mama mia, Mama mia, Mama mia, Mama, ich mach mich unsichtbar, ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Ich slau mich selber, ich bin unsichtbar, er läuft da rum, ist ein Idiot, oh mein Gott! Oh mein Gott, wie konnte das klappen? Oh mein Gott. Hier ist ein Pilz, by the way. Nicht mich. Ah! Okay. Aber der stirbt, der ist ignited. Ist das mein Ignite? Der stirbt, sehr gut. Das ist okay. Na, wenn Jax jetzt noch was macht, dann krieg ich auch noch ein bisschen Assist Gold. Naja. So. Bauen wir Naschos. Ich denke, Naschos ist schon wichtig, oder? Man kann halt echt drüber diskutieren, weil das Q macht weniger Damage und die Ult, aber man muss, das hat auch weniger Scaling, das Q. 20% weniger. 20% Punkte. Aber ich glaube, der kassiert der ja so. Oh, war aber noch knapp. War aber noch knapp. Ne, also, ich meine, dass es gerade hier geklappt hat, hey, das wundert mich gerade selber. Aber, ne, wir werden nämlich um 20% geslowt. Eigentlich war das Int, was ich gemacht habe. Aber ich habe auch Celerity mitgenommen, muss ich mal sagen. Das ist gar nicht so verkehrt mit der W, ne? Dass wir ein bisschen schnell laufen. Wenn wir das drücken, guckt, dann wird es sogar zu 12 und wir haben gerade mal einen Punkt drin. Das ist not bad. Not bad. Wir müssen natürlich nur gucken. Also, Darius, ich weiß nicht, den können wir nicht im Griff kriegen, habe ich das Gefühl. Wir kommen halt auch nicht vor ihm weg. Kanonen kriege ich auch nicht. Ein glückliches Leben. Wir könnten nochmal. Darius in der Mitte, Leute. Plates. Wir müssen jetzt richtig schnell für die Plates gehen. Das ist der Dream. Hat der jemanden gekillt? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Das heißt, wir hauen hier nochmal einen Pilz rein. Noch ein Auto-Tag. Da noch ein Pilz rein. Zack. Wir müssen für die Plates gehen. Do it. Den noch. Das kann sein, dass er gleich von hinten kommt. Und dann laufen wir einfach nach unten runter. Egal von wo er kommt, wir laufen einfach weg. Okay. Jetzt können wir hier einen Pilz schon mal als Absicherungsmethode hinstellen. Ein Auto-Tag. Auto-Tag. Und jetzt. Ah, it goes on. Ich bin weg. Later. Lauf doch durch die Pilze, Bruder. Bruder. Auto-Tag. Q. Auto-Tag. Pilz. Auto-Tag. Ja, so. Okay, aber jetzt mache ich mich unsichtbar, Leute. Das ist jetzt die Mechanik. Jetzt bin ich unsichtbar. Und jetzt Auto-Tech Q into seine Ult. Noch ein Auto-Tech. Das war. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es broken war und so, aber wir machen schon mal einen Pilz als Abstriche. Geil! Also mit der E ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Nico. Muss man ganz ehrlich sagen. Man kann, glaube ich, mit der E. Oh, wir können noch ein bisschen platen, Leute. Geil. Man kann mit der E, glaube ich, Sachen machen, wenn du halt ein Masterbrain bist. Du musst wirklich Masterbrain studiert haben, damit du mit der E umgehen kannst. Also ich glaube, für den 0815-Spieler wird es halt useless sein. Aber wenn du Masterbrain studiert hast, dann kannst du halt, glaube ich, wirklich. Hallo? Das hier ist zum Beispiel Masterbrain. Dann kannst du halt da, glaube ich, schon Sachen mitmachen, muss man sagen. Geil, Plates. Komm, eins geht noch. Wir haben eine Kanone. Ich kann jetzt die E anmachen, dann kriege ich nämlich hier Attack-Speed, Leute. Ne, das ist wie vorher. Zack. Geil. Kriegen wir noch eins? Das hat halt wirklich viel cooler, ne? Am Anfang sind es 30, jetzt sind es 25 noch. Wir haben schon 20% CDR. Ah, Bruder. Können wir sie vielleicht töten? Weil sie denkt, sie kann mich töten. Was hat sie so? Sie ist 0-3, Leute. Also wenn ich sie nicht schaffen würde, ne? So, sie ist geblindet. Jetzt kiten wir sie. Und jetzt laufen wir. Auto-Tag. Auto-Tag. Ignite. Auto-Tag. Auto-Tag. Ja, free. Das ist okay. Eigentlich kriege ich jetzt mein Plate nicht. Danke dafür. So. Wir packen nochmal einen Punkt in die E. Einfach, ich glaube, ganz ehrlich, E zum Maxen als am Anfang ist nicht worth. Aber wir, das ist ja das Wichtigste gerade bei Timo und deswegen maxen wir es jetzt, ne? Ich denke, man wird schon die Q maxen. Wir können den Towers getten. Ja, jetzt machen wir die E an. Zack, kriegen mehr Attack Speed. Das ist wie bei Twitch quasi, ne? Kann man so ungefähr sagen. Ist ganz okay bisher, ne? Man muss natürlich sagen, es ist alles ein bisschen schwierig zu verwerten. Ich denke, wenn du ein Matchup hast, was du dominierst, kann damit sehr ekelhaft spielen. Es könnte auch sein, dass es im Late Game super ekelhaft werden könnte. Frage ist, welche Items gehen wir jetzt? Ein Gunblade? Vielleicht von hinten auftauchen mit Gunblade Slow? Ich glaube, Gunblade ist immer noch gut, oder? So ein schönes Low drauf, ne? Könnte. Wir testen es einfach mal. 250, das warten wir noch. Und wir gehen jetzt mal über die Lane, Leute. Über die Map. Na, zack, jetzt können wir den Gegner slowen. Wir machen uns unsichtbar, kommen hinter den Gegner, slowen ihn, attacken ihn da oben zum Beispiel. Zephyr. Zephyr, vielleicht nicht noch Thresh, aber Zephyr. Da sehe ich mich. Ach, das ist ja so Jungle, stimmt. Leute, ich bräuchte hier ein bisschen Help. Wir könnten es da hin sneaken, die hat kein Mana, aber. Ich weiß nicht, wir können ja erstmal einen Pilz dahin werfen. Um das Ganze hier so ein bisschen deeskalierend zu antragen.
So, erst geht's laut. Wir machen Q drauf, wir machen Autotext, wir machen. Das ist so schwierig, das ist okay. Ich weiß nicht, wie das. Also wir haben Schaden gemacht. Allerdings, ich hätte einfach rausflashen sollen, aber ich brauche den Flash noch, der ist wichtig. Mit dem habe ich noch einiges vor, meine Freunde. Deswegen, manchmal muss man einfach dem Tod ins Auge sehen. So, wir kaufen uns jetzt noch ein Buch. Wir haben jetzt auch schon Stufe 11. Das heißt, ihr könnt 4 Teemo-Pilze mit uns herumtragen. Ich finde, das ist cool, die Idee. Also ich muss sagen, bisher das River Cloud E ist schwierig. Ne? I say go troll. Was ist mit ihm? Es ist schwierig, weil die E halt wirklich... Da musst du halt Master studiert haben, Masterlogie, Masterbait studiert haben. Aber... Es ist halt das, was Teemo ist. Er ist ja so ein kleiner, sneakiger Pisser. Das ist er ja, ne? Und Pilze. Und das wird hervorgehoben. Ne, das ist ja das, was ein... Ich bin da generell ein Fan von, wenn das hervorgehoben wird, was einen Champion ausmacht. Siren macht Pflanzen aus, Malzer macht Malzerigkeit aus und Asia ist Asia. Ne? Also, dass er halt mehr Soldaten bekommt und diesen ganzen Bums halt, ne? Also bei Asia. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwen mal wegsneaken, Leute. Wir können uns ja... Passt auf. Ja, könntest du mich kurz verschnaufen lassen? Hier ist ein Pfeil. Der macht Schaden. Wieso bin ich nicht schnell genug für diesen Job? Okay. Die intet auf jeden Fall. Die ist anscheinend irgendwie brain damaged. Ist aber okay, passiert. Solche Leute gibt es. Ich bin unterwegs. Da würde ich mich jetzt sehen bei so einem Trade, Leute. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal unsichtbar. Wir sind unsichtbar, wir sind unsichtbar und frepp! Und jetzt ein Pilz. Wo ist mein Pilz? Sag, habe ich mein. Sag, als Bruder. Bruder. Die Windwall hat meinen Pilz geblockt? Das kannst keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen, dass der Windwall mein. Also, Teemo wirft die Pilze ja, ne? Er stellt sie ja nicht, er wirft sie. So, also mit dem Level hier. Ich glaube, am Anfang stellt er sie. Die Frage ist, das heißt, wenn meine Ult Stufe 1 gewesen wäre, hätte er die mit der Windball, glaube ich, nicht blocken können, weil er sie stellt. Aber jetzt hat er sie geworfen, den Pilz, die Falle. Oh Gott. Oh Gott. Aber welcome. Ich werde gleich übrigens direkt zum Sport gehen. Wir schreiben gerade 13.39 Uhr. Eigentlich wollte ich schon jetzt beim Sport sein, aber die Runde davor habe ich Teemo gespielt. Da hatte ich eine Riven, die einfach AFK gegangen ist. Und die Runde davor ist auch irgendjemand rausgegangen. Es waren... Der PBE ist ein schwieriges Pflaster, meine Freunde. Das hier ist wiederum geil. Na, wir müssen uns jetzt auch mal... wir müssen uns eine Map aussuchen, ein Gelände und dann alles zupflastern. Die Frage ist, ja, wir packen, glaube ich, noch einen ins Queue. Ich glaube, W macht wirklich am meisten Sinn, wenn wir das als letztes maxen. Da sehe ich mich. Wir machen uns unsichtbar. Wir sind unsichtbar. Und jetzt, jetzt kommt der Pfeil. Und ein Autotech. Achso, übrigens, das habe ich vergessen, Leute. Ah! Na! No! Okay. Alter, ich fühle mich gerade wie Einweg, Teemo. Alter, ich bin mehr tot als alles andere. Aber mein Pilz macht Damage. Ihr könnt, das habe ich vergessen, während der Unsichtbarkeit die W benutzen. Also während des Camouflages könnt ihr die E benutzen, meine Freunde. Wir spielen jetzt mit Gehirn ab jetzt. Ich weiß, wir sind ein paar Mal gestorben. Es ist traurig. In der Zeit können wir uns aber über Dinge unterhalten. Zum Beispiel, dass meine Ameise gestorben ist. Sie ist hier, auf meiner Hand. Seht ihr sie? Hier. Sie ist tot. Eine kleine, eine Arbeiterin. Also so klein ist sie gar nicht. Aber... Ja, ich werde sie heute beerdigen. RIP Ameise. So. Ja, also wir sind jetzt geil. Wir spielen jetzt geil. Wir sind geil und wir spielen jetzt geil. Das heißt... Wir werden jetzt durch die Mitte sneaken. Wir werden Diana töten, weil die ist powerful. Wir werden ihn töten. Und ja, bis auf Darius. Auf den habe ich überhaupt gar keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Passt auf, Leute. Wir spielen jetzt richtig klug. Richtig klug. So, wir kommen nämlich das schon mal perfekt. Ich bin. Jetzt machen wir das eh an. Und jetzt machen wir. Jetzt sneaken wir uns vorbei. Ich sneake. Freo! Und jetzt noch hier. Geil. Autotech. Bin ich schnell? Nee, bin ich nicht. Wir packen jetzt nochmal einen Punkt in die W. Ich will schneller sein. Ich bin zu langsam. Wie viel Cooldown hat der Bums hier mittlerweile? 22 bei 20% CDR. Wir bräuchten noch ein bisschen. Jetzt können wir uns wieder hier lang sneaken. Und jetzt gönnen wir uns Sephir, Leute. Ist ein bisschen... Lol, ist der Cooldown gerade runtergegangen im Busch? Ah! Oh nö, das ging in die Wand. No, bleib hier, Bruder. Hier ist ein Pilz. Autotech. Autotech. Q. Autotech, Q. Irgendwas? Q. Ja, Q. Hier. Ja, ist okay. What? Ja, hell. Das ist okay. Also das muss ich jetzt mal testen. Ist der Cooldown runtergegangen im Busch oder sah das nur so aus? Das habe ich noch gar nicht gelesen.
While on cooldown, standing in brush will tick down Gorillas cooldown faster. Okay, wir decken uns mal auf. Das ist ja OP! Wurde entdeckt, glaube ich. Das ist ja OP! Guck mal hier, wie der Cooldown runtergeht. Wie der Cooldown runtergeht. Das ist ja OP. Bruder, guten Tag. Und jetzt mal wieder Ehren. Pilz in dein Gesicht. Den greifst du nicht an, okay. Okay, wir machen jetzt, Leute. Hier ein Pilz, wir haben ja Pilze. Hier ein Pilz. Hier ein Pilz. Das war's schon. Wir haben keinen Mana mehr. Er muss den Ocean... Ah, wir haben sogar einen Ocean Drake. Geil, dadurch regenerieren wir ein bisschen Mana. Jetzt machen wir wieder unsichtbar. Das ist ja cool. Ich dachte, hey, das hat halt Giga-Cool. Aber deswegen in der Midlane. Ich meine, Team und Midlane spielen ja eh die wenigsten, aber kannst es nicht so verwenden. Aber... Na, wir pushen... Wir machen jetzt hier unser Gefängnis, Leute. Ein Gefängnis. Das heißt, hier sind ganz viele Pilze. Und wenn irgendjemand gleich kommt, dann wird der hier komplett untergehen. Wobei ich eigentlich vorher AP kaufen müsste, aber... Ne? Wir werden jetzt hier einfach pressuren und Pilze pflastern. Ich meine, ein paar haben wir schon. Wir müssen hier noch einen hinsetzen. Da ist Yasuo. Das ist perfekt. Unsichtbar? Wir sind unsichtbar. Ha! Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und jetzt können wir ihn... Boah, das wird ein Kampf, Leute. Mein Kampf. Wir müssen noch... Hier muss noch ein Pilz hin. Da. So. Und jetzt können wir kämpfen. Jetzt können wir kämpfen. Wir holen uns nochmal eben unsere E, damit wir hier... Und zack, ist die E ready. Jetzt müssen wir hier hoch irgendwie. Er ist geblendet, das ist gar kein Problem. Jetzt laufen wir. Jetzt laufen wir. Ich bin unterwegs. Auto-Tech. Auto-Tech. Das ist Auto-Tech. Das ist... Ach, herrlich. 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 Kommen Sie bitte zum Sekretariat. So, wir kaufen mal was. Damage, AP, Attack Speed, Slow, Rylas, Leandrius. Ich würde sagen, Rabat, haben die Magieresistenz viel? Nee. Also ich würde mich einfach straight bei... mehr CDR, ganz ehrlich, mehr CDR ist mehr CDR. 1,9, geil. Geil. Guck mal, ab wo ich gesagt habe, wir spielen klug, sind wir nur noch krass gewesen. Boah. So, das heißt, wir haben jetzt 40er CDR. Wir können jetzt richtig oft Pilze legen. Ne, das hat einen Cooldown von 15 Sekunden. 15. Geil. Und jetzt pflastern wir hier unten den Wald komplett zu. Ja, so, stirbt wieder? Der stirbt auf jeden Fall, ich schwöre. Oh Gott, er macht den Helikopter. Hä, hey, wie hat er ihn bitte gestunt? Ist er zurückgelaufen? Oh Gott, der intet doch der ja so. So. Leider gewinnt mein Team gerade. Das ist ein bisschen traurig, weil ich muss hier noch pflastern. Wir müssen mehr pflastern. Hier kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Alter, wie viele Pilze wir haben. Hier kommt einer. Ja, geh. Guck dir das hier an. Stell dich vor, wir wären Stufe 5, also Stufe 16. Stufe 3, also dass wir 5 Ultis haben. Ja, GG. Wir haben jetzt halt auch richtig viele zur Verfügung, die wir werfen können. Also wenn das nicht geil ist, das heißt, wir können auch gerne mal hier für Lau einen reinwerfen, du. Ne? Geil. Ich finde das halt aber krass, 50% mehr Schaden. Stell dich vor, ihr habt wirklich einen Singe und eine Cassian im Team. Macht einfach 50% mehr Damage, das ist komplett Giga-GG. Aber wir sind unsichtbar, jetzt muss ich den Turm wegmachen. Der Speed ist an, 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 Speed ist an. Und hier ist ein Pilz. Auto-Tech. 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 Q. Auto-Tech. Blitz. Auto-Tech. Pilz. Auto-Tech. W. Flash. Alter, ich kleb fest. Jetzt machen wir uns wieder unsichtbar. Da ist Sefi. Die hat mich noch nicht gesehen. Hat sie nicht. Lol, hat sie wirklich nicht. Die Leute sind blind. Lol, sie hat's geblockt. Den auch noch. Nice. Geil. Ja, das ist also... Ja, also ich glaube, so ohne Witz, als Teamo OTP ist das schon geil. Also klar, es ist für die Full-AP-Teamos trauriger, weil der Pilz nicht mehr so viel Schaden macht. Riot hat halt gesagt, ist ein bisschen un... Also Riot hat Folgendes gesagt. Der Pilz macht weniger Schaden, weil es ist halt scheiße, wenn du über die halbe Map, ohne dabei zu sein, den Gegner auf Half-Life bringst. Aber dafür, wenn du jetzt, und ich glaube, das ist wirklich so, neben jemanden stehst, der gerade durch den Pilz läuft, machst du halt mehr Damage, ne? Weil er vergiftet ist und du 50% mehr Damage mit Autotex machst. Da, also der Damage ist nur genug, wenn es nur für Pilze ist. Wenn du aber dabei stehst, ist es GG geil. Nun, ich meine, guckt euch das hier mal an. Das ist das absolute Mushroom Paradise, Leute. Nein! Das absolute Mushroom Paradise. Kommt! Kommt, meine Söhne!
Kommt! Ja, okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ich den Falschen geblindet habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Mushroom Paradise! Söhne! Söhne! Ja! Das ist jetzt nicht so fair gewesen. Der hat halt zu viel Magieresistenz, Leute. Wir brauchen Void Staff oder so. Wir machen an dem Bruder einfach keinen Schaden. So, jetzt Stufe 16. Jetzt haben wir, guckt euch die Pilze an, wie sie hochticken, Leute. Guckt es, ihr müsst es mit euren Augen sehen. Das ist heftig. Hier, der Drehding. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Geil. Ist das geil? Das ist schon geil. Mein Feuer konnten auch 3 haben, oder? Aber 4! So, Leute. Ich hab überlegt, ob wir Voidstaff gehen. Tun wir aber nicht, weil wir töten einfach die anderen. Scheiß auf Darius, wir töten die anderen. Der ist halt, guckt die euch an, der hat sogar adaptive Helm. Bruder. Ne? Und hier, 5, Leute. 5! 5. Wir gehen jetzt jemanden suchen. Wir können auch die Mitte zupflastern. Aber Jungle ist eigentlich cooler, muss man sagen. Ich bin unterwegs. Wie viel Speed kriegen wir hier? 22. Guck mal hier, Celerity. 20 Movement Speed kriegen wir on top drauf, Alter. Das ist geil. Das ist schon geil. Das heißt, ich meine, die sind schon komplett überfordert mit ihrem Leben da. Wir setzen einen hier hin. Und hier hin. Na, guck mal, haben wir alles zugekleistert direkt hier. Very good. Jetzt machen wir uns unsichtbar. Der hat mich doch gesehen, hat er. Der Bruder hat mich gesehen. Jetzt gehen wir schnell wieder in den Busch rein. Gut, dass ich das gesehen habe mit dem Busch. Wobei, jetzt ist der cool und eh schon wieder egal. Ich meine, die sind kurz about to... Hier kommt noch einer hin. Ich weiß gar nicht, ob wir... Wir können auch so machen. Oh, was? Ich dachte, der springt auch drüber. Wahrscheinlich, weil ich nicht gerade stand. Ah, toll. Ja, toll. Ja, vielen Dank dafür. So, jetzt machen wir uns wieder unsichtbar. Mich hat nämlich keiner gesehen. Haben die wirklich nicht. Ich schwöre drauf. Guckt sie euch an, aber das ist Darius. Sie sind schon lange unsichtbar. Und jetzt! Ha! Frepp! Na, wir müssen kurz Repositionierungsmaßnahmen. Der ist tot. Cool. Guck mal, der ist sogar noch gestorben. Hier noch ein Auto-Tag. Hier noch ein Q drauf. Ja, free. Geil. Nee, also ich muss sagen, das hat mir schon Spaß gemacht. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, sind wir ehrlich. War es ein bisschen schwierig, aber es hat... Ich glaube, es ist ein cooles Rework. Es ist kein Rework, wo du sagst, ja, hey, broken, direkt geh so. Aber ich glaube, man kann richtig viel damit machen mit der E. Und du kannst halt Spaß haben. Also, geilen Spaß. Also nicht nur Spaß. Ja, so zum Beispiel ist Spaß. Du gehst 08, aber es könnte trotzdem Spaß machen. Zumindest mir. Die meisten nicht, aber, ne? Das hier ist aber Spaß, weil du hast Spaß und gehst 7-8 oder 7-9. Also 9-0, meine ich. Also, das schon könnte cool sein. Ja, ihr könnt mir übel gerne eure Meinung zu dem Rework hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf meinem Zweitkanal wird ab heute Oxygen kommen. Außerdem werde ich auch Subnautica hochladen jetzt die nächsten Tage. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, ne? Vielleicht auch Dota Auto Chess, vielleicht mal ein kleiner Guide oder was weiß ich. Haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.